Ja, servus Jungs und Mädels. Heute haben wir wieder da. Heute habe ich wieder mein neues Gerät in der Hand. Und zwar im Fried, Deluxe. Da habe ich einen Spieß drum, einen Gyrospießbraten. Und der schaut so aus. Und wenn wir das gemacht haben und was wir da alles braucht haben dafür, bleibt dabei, schaut sich an. Viel Spaß dabei. Tag zurückgegangen wieder in die Vergangenheit, wo wir das Fleisch herrichten und das marinieren drin. Da habe ich jetzt einmal einen Nacken, dann habe ich ein paar Zwiebeln, die habe ich bloß in feine Halbringe geschnitten. Da hinten habe ich mein Gyrosgewürz, allerdings diesmal eine Fertigmischung. Da habe ich einen griechischen Joghurt und den Joghurt habe ich jetzt in die Konsistform rein, das Gewürz dazu, die Zwiebeln rein. Und dann schneide ich den Nacken auf in feine Streifen, da ist er rein und schön marinieren und dann mit Frischhaltefolie zudecken und in den Kühlschrank rein. Über Nacht. Bis dann morgen. Und jetzt gehen wir mal her, ziehen wir mal den Joghurt da rein. Das ist aber auf Zeiten, das schneiden wir dann. Das sind jetzt auf jeden Fall so Becher da, das sind glaube ich insgesamt 600 Gramm. Ein Löffel dazu, dann kann man das da schön rein da. Ich weiß jetzt nicht, nehme ich alle vier oder nehme ich bloß drei. Das sehe ich jetzt schon, weil ich will, dass sie es. Und wenn wirklich, dann kann ich immer nur ein Becher dazu da. Ich tue jetzt einmal drei nehmen. So, und da habe ich jetzt mal Gewürz, das tue ich jetzt da so, was ist jetzt, so 2-3 Esslöffel einmal drauf. Ich sehe dann, wie wirklich da innen ein wenig dazu. Das tue ich jetzt mal einmal mit dem Ding, mit dem Löffel. Und dann nehme ich vielleicht ein Quidler oder was. Und dann darf ich nur ein Becherl nehmen. Da habe ich nur ein Becherl rein. Nehmen wir es alle. Feuer. Egal. Dann tun wir noch ein bisschen Schwitz drauf. So. Das ist schön zu verrühren. Dann tun wir die paar Zwiebeln mit dazu gleich. So halbringe, die schmeiße ich einfach mit rein. Ich glaube, die schaut ganz gut aus so. Dann sehen wir das auf Zeiten, schneiden wir das Fleisch und dann das Fleisch da schön einmarinieren. So, bis auf Zeiten. Jetzt kommen wir zum Fleisch und da schneide ich ziemlich dünn, also nicht so wie ein Steak, vielleicht die Hälfte, sondern Zentimeter ungefähr. Mache ich jetzt ganz fertig und dann sehen wir sie wieder. So, Fleisch ist geschnitten. Schauen wir mal, wie das da funktioniert. Ich schmeiße jetzt dieses Mal da ein paar so Scheiben rein. Ich tue die da ein wenig von alle Seiten schön einmarinieren. Ja, das funktioniert ganz gut, meine ich. Machen wir da weiter.
nachher jetzt mit dem ganzen Fleisch. Und wie gesagt, und dann frisch halt die Folie drüber und über Nacht in den Kühlschrank glaube ich. Also gut, gesteckt habe ich nicht. Schaut da so aus. Und dann schauen wir jetzt, ob wir den schon aufbringen. Nehmen wir ein wenig Schalen drunter und dann legen wir den dran. Also gut, den Spieß habe ich jetzt mal drauf. Habe ich unten ein wenig so eine Wandel reingelegt. Und dann schauen wir mal, legen wir den mal dran. Ich hole ihn dann wieder dazu. Vielleicht in einer Stunde oder so. So, also würde ich mal da probieren. Einmal zum Ohren schneiden ein wenig. Am Anfang. Schauen wir mal, wie das geht. Wieder ein wenig nachgelaufen lauer. Oder ich gehe geil laufen und schneide. Gehen wir vielleicht mit so einem elektrischen Messer auch. Wollen wir alle mal probieren, was das Bessere ist. Aber ich glaube, das geht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, fürs erste Mal, da ich sowas mache. Ja, ich habe mir also da mal was vom ersten Ding mal genommen. Am Teller habe ich ein wenig Grauzalat gemacht, ein wenig Tzatziki dazu. Und das werden wir jetzt einmal testen. Zuerst einmal ohne das blanke Fleisch. Also muss ich sagen, hervorragend. Hätte ich nicht gedacht, was ich so gut will, ein wenig Tzatziki dazu. Ich würde sagen, das war ein voller Treffer. Da brauche ich nicht einmal ein Brot dazu. Ich hätte nur ein Fladenbrot dazu gehabt. Aber ich muss nicht einmal sparen. Also das könnt ihr definitiv auf jeden Fall so noch machen, wie ich es gemacht habe. Falls überhaupt nichts. Ich würde sagen, Daumen nach oben nicht vergessen, meinen Kanal abonniert, der noch nicht abonniert hat, die Glocken aktivieren, weil ich will jetzt da öfters was machen mit dem Fred, auch eventuell mit dem Drehspieß. Und wie gesagt, super Sache, hätte ich nicht gedacht, schön groß essen. Und vor allem, da ist noch was dran, kann man immer wieder anschneiden, also das ist eine längere Sache, ist es noch bis zum nächsten Mal, aber die Ehre, ein Oberpfalz-Barbecue. Das ist was Saures, das lassen wir eingehen.